Herzlich willkommen zum Emdinger Künstlermarkt. Seit 1996 findet zweimal im Jahr in Emmendingen, nämlich eine Woche vor Ostern und am 3. Septemberwochenende, der Emdinger Künstlermarkt statt. Mit vielfältigstem Angebot, mit Kleinkunst im Frühjahr, Kleinkunstpreis und der Straßenmusik im Herbst. Eine Veranstaltung mit vielfältigem, kreativen und ausdrucksstarken, selber gemachten, überwiegend künstlerisch und kunsthandwerklichen Kleinoden, aber auch Besonderheiten unterschiedlicher Werkbereiche wie Ton, Malerei, Bildhauerei, Schmuck, Papier und verschiedensten anderen Werkstoffen werden angeboten und sehr vielfältig dargestellt. Leere bunte Zigarettenschachteln und zerknülltes Butterbrotpapier. Auf dem Schulweg, den wir täglich machten, seh ich, als ob's heute wär vor mir. Und wir klauten auf dem Weg vom Bahnhof für die Mutter den Geburtstagsstrauß. In dieser Stadt kenn ich mich aus, in dieser Stadt war ich mal zu Haus. Wie sieht die Stadt wohl heute aus, in dieser Stadt war ich mal zu Haus. Eine gute Mischung von regionalen Künstlern, Kunsthandwerkern und überregionalen Ausstellern. Besucher kommen aus dem Dreiländereck, Frankreich, Deutschland, der Schweiz. Und die Besonderheiten sind neben liebevollen Kleinarbeiten auch regionale Spezialitäten von landwirtschaftlichen Direkterzeugern. Schulen, Kindergärten sind gleichermaßen integriert wie der eine oder andere Verein. Das Thema orientiert sich an Kunsthandwerk, Kultur, Tradition und Musik. Der Künstlermarkt ist weit über die Region hinaus bekannt. Er ist eindrucksvoll, kreativ und facettenreich. Schwerpunkt im Frühjahr ist der Emdinger Kleinkunstpreis mit der Vergabe der Emdinger Nadel. Dabei spielen 7 bis 8 Künstler und Gruppen unterschiedlicher Genres auf der Kulturbühne im Schlosskeller. An beiden Tagen zeigen sie kostenfreie Kurzauftritte aus ihren Programmen und werden dabei vom Publikum und einer fachkundigen Jury prämiert. Samstagabend ist Varieté im Keller mit der Vergabe des Publikumspreises und Sonntagnachmittag wird der offizielle Emmendinger Kleinkunstpreis, die Emmendinger Nadel, durch den Oberbürgermeister der Stadt Emmendingen, Herrn Stefan Schlatterer, verliehen. Im Herbst haben wir den Publikumspreis Emdinger Flöte, welcher von den Besuchern vergeben wird. Das Besondere bei diesem Event ist, dass um den Künstlermarkt herum
7 bis 10 Straßenmusikgruppen in einem dynamischen Hörnetzwerk ihre Stücke vortragen. Das Publikum entscheidet am Sonntagnachmittag durch die Vergabe von Münzen, die den Straßenmusikern in den Hut geschmissen werden, wer mit dem höchsten Betrag in seinem Hut den Publikumspreis Emdinger Flöte erhält. Die Abschlussrevue findet auf der Bühne am kleinen Marktplatz statt, bei schlechtem Wetter auf der Kulturbühne im Schlosskeller. Plötzlich war ich hellwach, das schafft mein Wecker nicht. Ich rück den Stuhl vom Tisch, nehm die Gitarre her. Die Butter wird schon weich, jetzt bleibt mein Magen wohl leer. Die Finger warm, eiskalt, mein Rooibos-Tee. Ich merk, ich muss gleich los, als ich auf meine Uhr seh. Die Cornflakes in der Milch lösen sich auf und ich weiß, mein Frühstück ist nicht gut, doch ohne Fleiß kein Preis. Ich hab ne Muse geküsst, heut früh am Frühstückstisch. Mich hat ne Muse geküsst, heut früh im Hörsaal 3. Ich saß ganz hinten und schälte noch mein Frühstücksei. Mein Herr Professor, der tut alles in seiner Macht, dass alles müde bleibt und schläft und keiner wacht. Ich wecke den Kollegen neben mir und bitte ihn recht freundlich um ein Stückchen Papier. Ich schreibe Reim für Reim, merkt, dass ich ungestört bin. Selbst der Professor döst halt eben auf dem Pult vor sich hin. Mich hat ne Muse geküsst, heut früh im Hörsaal 3. Mich hat ne Muse geküsst, mitten am Fußballplatz. Ich stand zwar physisch da, doch war ich für die Katz. Hab Harmonien im Kopf, darum wirft man mir vor, du bist so oberfaul, du, ab mit dir ins Tor. Konzentration hast du denn heute nen Knall? Naja, ich konzentriere mich ja, doch nicht auf den Ball. Ich täusch Verletzung vor und Durst und von mir aus führe ich heute mal Protokoll und wechsle mich dafür aus. Mich hat ne Muse geküsst, mitten am Fußballplatz. Endlich weicht der
Tag, der Nacht, der Mond geht auf. Ich leg mich nieder, müde vom Tageslauf. Ich weiß, dass ich mal ausruhen und mal schlafen muss. Und was ich jetzt nicht brauch, das ist ein Musenkuss. Ich weiß, ein Musenlach bekommt im Mund. Doch das Dumme ist, da tu ich kaum ein Auge zu. Und wenn mich abends überhaupt wer gute Nacht gönnt, wär schön, wenn es statt irgendeiner Muse zu findet. Und wenn mich abends überhaupt wer gute Nacht gönnt, wär schön, wenn es statt irgendeiner Muse du bist.